So, Sludge kommt nach da und ist viel zu voll. Nein, viel zu voll ist nicht gut. Hier, mehr Speed. Oh, der staut sich. Stauen ist absolut nicht gut. Die kleinen Erzbrocken dazwischen werden das Ganze auch kaputt machen. Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir brauchen Kisten. Große Stahlkisten. Da. Und da brauchen wir intelligente Ärmchen. Da. Die filtern bitte diese Mini-Bröckchen raus. Da was fallen Mini-Bröckchen? Zu viel Gedöns. Was soll bist du? Okay. Erz? Nein. Nein. Da sind Mini-Bröckchen. Und Mini-Bröckchen. So, die hier nehme ich raus. So, dann brauchen wir noch eine Stahlkiste. Und die schnappt sich hier hinten. Ich mache das Ganze mal noch komplizierter, als es jetzt schon ist. So, so, so. So. Vor allem auch noch hässlicher, als es jetzt schon ist. Passt das? Warte, wo ist die Stahlkiste? Nee, es geht nicht auf. Das heißt, das Ding müsste dann doch wieder nach oben. So. Und dann darum. So. Okay, jetzt bekommst du schnelle Ärmchen, die reingehen. So. Und schnelle Ärmchen, die rausgehen. Und dann staust du dich hoffentlich. Damit der Sludge immer schön weiterverarbeitet werden kann. Gut, 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 gut. Ja. Also ich bin jetzt schon seit einer Stunde dabei, seitdem wir gepatcht haben. Ja. Und es sieht noch nicht so wirklich super aus. Aber wir sind auf dem Weg, wir sind auf dem Weg. Ich muss jetzt nur noch hier Wasser anschließen. Irgendwoher. Vermutlich von hier. Ja, es könnte sogar hinkommen. Ja, brauche ich wieder die tollen Rohre. Da, nach da. Also, sind gut auf dem Weg, werden es auch nachher noch hinbekommen. Und es bleibt bei der Aussage von vorhin. Also es sind sehr viele schöne Neuerungen, die auch, wenn man eine neue Welt hätte, gleich von vornherein so umgebaut werden könnte. Aber ich hatte meine gesamte Welt so konzipiert, dass es mit dem alten System Sinn macht. Das heißt, es wird jetzt noch eine ganze Weile dauern, bis es alles einigermaßen platztechnisch hinhaut. Aber ist dann halt so. Dafür habe ich jetzt schon mal alle Neuerungen da, die da sein können. Und sind also in der Hinsicht schon mal auf dem neuesten Stand. Das ist gut. So, was soll mit dem Fließband? Das muss da bleiben, damit von da Sachen aufgelegt werden können. Genau. Das heißt, das sollten wir auch schon mal so vorbereiten. So, wir müssen jetzt irgendwie da Wasser hinbekommen. Also so, so. Oh, keine Rohre mehr. Achso, das war ganz normal hier, ne? Ja, ganz normale Rohre. Dann musst du hier gleich nochmal unterirdisch gehen. Tut mir leid. Da irgendwo. So, und dann geht das Rohr hier einfach so. So rum. Nein, kein Sludge. Ach, Mist. Ja, jetzt versucht er gerade Sludge hier reinzupumpen. Gut, dass die Maschinen wegen sowas nicht explodieren können. Also du da runter, du da hin. Nicht mit Sludge verbinden, nicht mit Sludge verbinden. Kein Killer-Strommaster hinsetzen, nein. Du, 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 du. Also dann doch. Warte.
So, richtig? Warum schon wieder Sludge? So, weil hier Sludge drin war. Oh. Können mich doch alle mal. So, alles weg. Und dann das Ganze nochmal von unten aufziehen, nur mit Wasser. So, alles sauber, alles gut. Da kommt Wasser. Da geht Wasser hoch. Da geht Wasser lang. Da geht Wasser lang. Da geht Wasser lang. So, so. Der Rest müsste jetzt mit Untergrundrohren gemacht werden. Da nach da. Und da nach da. So. Wasser. Jetzt arbeitet Ding. Achso, du brauchst noch Ärmchen. So. Und die sind alle langsam, weil keine Pumpen da sind. Okay. Das heißt, Sludge muss abgepumpt werden an taktisch günstigen Stellen, nicht mit Offshore-Pumps, sondern mit den normalen Pumpen. Dafür brauchen wir Engines. Okay. Engines, Engines, Engines waren hier irgendwo. Genau da. 50 Engines. Bau bitte MK2? MK1, MK2, MK4? Wo ist MK3? Ja, bauen wir ein paar mehr davon, bitte. Sehr komisch mit den MKs, aber ja. Achso, wir sind auf der falschen Seite, ne? Ja. Nein, sind wir nicht. Hier ist das. Man verliert doch langsam leicht die Übersicht, was die ganzen Sachen angeht. Ich würde jetzt gerne auf die Seite da und hier Pumpen einbauen. Dass das schneller da reinkommt. Und wir haben zu viel Sludge. Du kommst nicht hinterher. Immer noch nicht. Können wir schon höhere Tanks? Also MK3 Tanks? Nee, können wir das... Ist das einfach? Ja, mach mal MK3 Tanks. Und bis dahin zerstören wir dich einmal und bauen dich einmal wieder neu auf. Weil es ist wesentlich wichtiger, dass das Haupteisen da produziert wird, als dass wir Stein bekommen. Da. So. Gucken wir, was die Kohle- und Steinkisten sagen, weil wenn die irgendwann voll sind, haben wir auch ein Problem. Ja, ist okay, ist okay. Gut, 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 gut. Ah, oh, 1600 Lava ist auch richtig schön viel. Sauber, sauber. Flüssiges Eisen ist nicht so viel. Aber das ist trotzdem nicht durchgehend, weil nicht genug hier ankommt, ja. Dass hier auch nur ein Ausgang ist, stört mich ziemlich. Also bei dem hier. Nicht, dass er mehr produzieren würde, aber ich denke mal, wenn wir da später ganz viele MK2-Module reinhauen, baue davon mal 5. Könnten selbst die schnellen Ärmchen nicht mehr hinterherkommen. Ah, gut. Sludge sammelt sich. Haben wir jetzt das erste Kupfer? Woran hapert's? An 15,5 Sludge, die nicht abgepumpt werden. Warum werdet ihr nicht abgepumpt? Oh, weil du dich gar nicht mit dem da hinten verbinden kannst, weil da Lava im Weg ist. Okay, sag das doch. Gehst du halt da lang, könnte es gehen. Mal gucken. Nein, nicht mit dem da. Geht das jetzt weg? Ja, es läuft. Es lebt. So, und du kannst jetzt dein Erz nehmen. Das machst du zu geschmolzenem Kupfer. Und du machst die ersten Kupferplatten. Gut, 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 gut. Nach einer Stunde und 14 Minuten ungefähr haben wir das erste Kupfer auch wieder. Gib mir dein Kupfer. So. Achso, das hier haben wir jetzt da auch noch alles von Hand rein. Okay, 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 okay. Du kriegst Kupfer, du kriegst Kupfer. Ich muss mit meinem Inventar aussortieren. Du Eisen. Du
Eisen. Hier braucht bestimmt auch noch irgendjemand Kupfer, oder? Ja, du Kupfer. Nix. Eisen. Nein. Eisen. So. Okay. Grüne Tränke werden produziert, wie ich sehe. Blaue Tränke werden produziert, wie ich sehe. Also müsste der Kreislauf hier oben eigentlich okay sein. Momentan zumindest. Das heißt, es geht jetzt primär darum, dass wir das hier unten feintunen. Oh, du bist alle. Sehr gut. So. Also, dass wir das hier unten feintunen, dass möglichst viel von dem Metall verarbeitet wird. Was eigentlich darauf hinausläuft, dass wir entweder einen riesigen Bogen bauen müssen für die Erze. Also hier haben wir tierisch viel Platz. Theoretisch könnten wir alle Erze da hinten irgendwo hinschaffen und da das dann verarbeiten lassen. Aber nee. Hier wäre, glaube ich, naheliegender. Aber ich gucke erstmal. Wir haben jetzt hier diese 5 MK2-Module, die ich angefangen habe. Ich baue jetzt nochmal 5 in Auftrag. Und wenn wir die hier überall reinhauen, können wir mal gucken, wie schnell das Ganze dann geht. So, du raus, du rein. Okay. Du bist am Abpumpen, du bist durchgehend am Arbeiten. Du brauchst auch Speed-Module. So, jetzt habe ich hier das Zeug. 25 können eingeschmolzen werden. Ich guck mal, wo. Kann ich die jetzt hier? Only clean ore können eingeführt werden. Keine Chunks. Das heißt, diese kleinen Friemel-Dinger, die muss ich dann hier reinschmeißen. Ja, richtig. Warum? Ja, das ist mal absolut sinnlos. Also ja, es ist noch einmal mehr Ressource. Aber so ein Rattenschwanz hinten dran, um das alles zu verarbeiten. Ich glaube, ich lasse diese kleinen Knödel da einfach da drin vergammeln. Bis ich irgendwann alle mal einmal einschmelze. Und für die stundenlange Arbeit bekomme ich dann 10 Kupferplatten, 10 Eisenplatten oder so. Juhu. Hm. Du, raus, raus, rein. Was? Oh, ja doch. Raus, raus. Die MK2-Module rein, rein. Noch mehr MK2-Module. Noch mehr MK2-Module. Bringt uns jetzt nicht wirklich was bei der Eisen- und Kupferproduktion. Aber wenigstens staut sich der Sludge nicht. Wobei da eh ein MK3-Tank hinkommt. Ja, okay. Was haben wir noch? Kohle könnte ein Problem werden, langfristig. Aber es dauert noch locker 50 Folgen oder so bestimmt. Bis. Na, so viel wird das da nicht verbraucht, oder? Ich guck mal, wie voll die Kiste da ist. Die da. Hat doch ziemlich. Du kriegst mal meinen ganzen Stein. Ich nehme mir einen Stack wieder raus. Also ja, das wird noch eine ganze Weile halten, solange wir es nur hierfür verbrauchen und fürs Plastik. Rest ist okay. Da kriegst du ein bisschen davon ab. So, MK2-Module. Zack, zack. Woran hapert es? Es hapert am Eingang. Also die schnellen Ärmchen müssen hier, die ganz schnellen Ärmchen. Die jetzt inzwischen türkisen Ärmchen. Und dann an besseren Pumpen, damit das Sludge besser abgepumpt wird. Okay, das machen wir aber alles nächste Folge. Also ich hoffe, euch gefallen die ganzen Patch-Änderungen auch. Ich weiß, das waren jetzt 5 Folgen mit eigentlich nur Bugfixing und neue Systeme erstellen, die aber tierisch hässlich aussehen und einfach erstmal noch funktionieren müssen. Aber ich erhoffe mir dadurch, dass das Ganze dann später wesentlich interessanter wird, weil halt mehr Möglichkeiten da sind. Und weil ich hoffe, dass beim nächsten größeren Patch nicht so viel rausgerissen wird wieder. Also man sieht zumindest eine positive Veränderung bei ihm. Er sorgt dafür, dass die Spielstände weiter spielbar sind. Ist nur halt ein bisschen unbequem mit dem Abändern. Also ich hoffe, dass beim nächsten größeren Änderung, dass er dann einsieht, dass es auch ganz nett wäre, wenn wenigstens die Gegenstände da bleiben würden. Aber ja, können wir nur hoffen. Also bis denne.